Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ja, ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen. Es geht euch gut. Ihr habt vielleicht auch schon den einen oder anderen Kaffee getrunken, habt schon gefrühstückt und habt den Tag ganz freudig und dankbar begrüßt. Na? Jeder Tag ist was ganz Besonderes. Jede Sekunde ist wertvoll. Und ja, auch der heutige Tag, egal wie das Wetter auch ist und scheint eigentlich total schön zu werden. Ist egal, wie das Wetter ist, Hauptsache euch geht es gut und vor allem ihr macht es euch gut und pickt euch immer die ganz kleinen, wunderschönen Momente raus und die gibt es immer, ihr Lieben, immer und haltet immer an den glücklichen Momenten fest. Ja, wir haben ja heute Samstag. Nein, erstmal möchte ich mich bedanken gestern für all die lieben Kommentare von euch. Auch, dass ihr mir ein schönes Wochenende gewünscht habt, also finde ich ganz, ganz lieb. Vielen, vielen Dank für eure Wünsche. Das wünsche ich euch allen natürlich auch von ganzem Herzen. Und schaut mal, gestern ist die Lieferung gekommen. Ich habe nämlich ja, Schneekugeln, sage ich jetzt mal, machen lassen. Und ich würde gerne eure Meinung wissen, weil es gibt zwei verschiedene. Ich konnte mich nicht entscheiden, ne? Also ich finde ja total schön. Und hier haben wir so kleine Herzen auch mit drin, ne? Also das finde ich auch total putzig gemacht. Diese Herzen, die da hier so mit rumfliegen. Und also wirklich total schön. Und hätte aber gerne eure Meinung gewusst, was ihr dazu sagt. Jetzt haben wir noch eine andere. Aber die ist auch wunderschön, ne? Also ich, wie gesagt, mir gefallen sie beide, aber ich hätte gerne eure Meinung. Vielleicht möchtet ihr mir in die Kommentare schreiben, wie ihr die Schneekugeln findet. Und vor allem, welche von beiden? Ich kann mich nicht entscheiden. Ich habe jetzt mal, also von jedem eins machen lassen, um einfach mal zu schauen. Ja. Gut, meine Tendenz. Wie gesagt, mir gefallen mal beide, aber einfach mal schauen. Und dann habe ich, das wollte ich ausprobieren, einen Magneten machen lassen. Das finde ich auch total schön. Ich fand das super, weil ich immer an meinen Kühlschrank immer so ein paar Sachen klebe und die Magneten immer so toll finde. Und die Magnete habe ich auch machen lassen. Und da gibt es noch ganz, 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 ganz viel. Und T-Shirt habe ich jetzt auch mal eins probiert. Eins drucken lassen und ja, aber mal schauen. Und das sind alles Sachen, die auch, wenn ich mal wieder, wenn wir eine Verlosung machen, die auch in die Verlosung mit reinkommen, die Sachen, ne? Also auch die Sachpreise und ja, dann mal schauen, ne? Ja, wie gesagt, eure Meinung ist mir ganz, ganz wichtig, ihr Lieben, und vielleicht möchtet ihr das ein oder andere mit dazu schreiben. Gut, dann, ach, die lege ich jetzt mal weg, weil die nehmen nämlich Platz weg. Okay, ihr Lieben. Ja, wir haben ja Samstag und Samstag haben wir, wie ihr ja schon seht, der aktuelle Stand zwischen dir und deinem Gegenüber, deinem Wunschpartner. Ne? Und ihr wisst ja auch, die Legungen sind fürs Kollektiv, Personenkarten sind geschlechterneutral, Kollektivlegungen können nicht alle zutreffen. Ne? Und auch hier bei dieser Legung ist es ganz wichtig, dass ihr auch nicht davon ausgeht, das ist dann gut, das ist auf jeden Fall dein Gegenüber, das bist du. Aber gerade bei dieser Legung kann es auch sein, dass was bei ihm oder bei ihr liegt auf dieser Seite, dass das eher dein Bereich ist. Also dass es auch spiegelverkehrt ist. Ne? Kann auch gut möglich sein. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch mal an. Dann schauen wir doch erstmal rein. Wie es denn bei dir aussieht? Der aktuelle Stand von deiner Seite. Ich habe auch neue Karten nochmal drucken lassen, weil ich das schöner fand, gerade bei dieser Legung, der aktuelle Stand zwischen dir und deinem Gegenüber, weil doch die eine Seite, die einen Karten, die ich ja sonst täglich immer nehme, die habe ich ja laminiert. Und dann schaut das immer so nicht so schön aus, weil die dann auch größer sind, natürlich durch das Laminieren, ne? Und deswegen habe ich jetzt auch noch ein anderes Deck mitbestellt. Ich quatsche hier, glaube ich, gerade wieder richtig zu, gell? Aber es macht nichts. So, meine Lieben, dann schauen wir doch mal. Ja, und weil jetzt ein paar Mal auch im WhatsApp die Anfragen gekommen oder die Fragen gekommen sind, ob ich auch persönliche Readings mache, ja. Ich bin noch nicht so der Typ, dass ich hier jedes Mal Werbung mache und sage, ja, ihr könnt auch bei mir privat buchen und, ne, schreibt mich einfach an. Es ist so, ich sage, wenn es der Impuls ist, wenn du die Legung hier siehst und du hast den Impuls, wow, da möchte ich jetzt irgendwie gerne auch mal, da führt es, da zieht es dich hin, dass du ein persönliches, privates Reading für dich bekommst, ne?
dann sage ich, ist es der Weg, und dann fragt man auch nach, weil dann möchte man auch, ne? Und ja, deswegen, ich bin nicht so der Werbungstyp, dass ich jetzt hier sage, ihr könnt hier buchen, ihr könnt das und ihr könnt das und ruft mich an und keine Ahnung, beziehungsweise nicht anrufen, bitte, 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 sondern schreibt mir, ne? Aber möchte ich jetzt hier nochmal mit erwähnen, weil da eben einige Nachrichten gekommen sind. Und ja, aber alle Infos sind auch bei mir in der Infobox unter der Kanalinfo. Von den Angeboten und von den Preisen. Und ja, gut, die Hypnose kommt noch mit dazu, die werde ich noch mit dazu nehmen. Und ich habe es ja letztens im Video schon mal erwähnt, alles, was hier auch mit angeboten wird, Quantenheilung, die Hypnose, also alles, was ich auch mache, gibt es auch die Zertifikate dazu. Ne? Also auch so Familienstellen, solche Sachen. Aber das ist jetzt zu weit gegriffen. Aber wie gesagt, das möchte ich auch nochmal mit sagen. Also, dass ich hier nichts mache, wo ich keine Genehmigung dafür habe, keine Ausbildung habe. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ihr das wisst, ihr Lieben. So, jetzt kommen wir aber hier zu unserer Legung. Bei dir, was ist der aktuelle Stand bei dir? Wir decken natürlich gleich auf, falls ich noch nachziehen muss. So. Mal schauen, ob wir jetzt hier vom Platz hinkommen. Jawohl, wir haben noch Platz. Da brauchen wir aber auf jeden Fall noch was zur Klärung hier mit dazu. Und dann schauen wir mal, was wir da noch zusammenbekommen. So, da brauchen wir auf jeden Fall auch noch was mit drauf. Ja, meine Lieben, sind wir hier noch im Bilde? Wir sind noch im Bilde. Ich lege die mal da oben hin. Wenn ihr euch jetzt vielleicht fragt, warum ich die erst da unten legen wollte und dann da oben hinlegen wollte, da unten, gut, ihr seht die unten schwierig, aber es geht, weil ich die Linie ziehen kann. Also es bleibt auf jeden Fall noch in der Linie. Ja, und das war mir ganz klar, dass diese Karte hier auch noch mitkommt. Okay, ihr Lieben, dann schauen wir doch mal, was wir hier alles noch ein bisschen. So. Und somit bin ich jetzt auch in der Klärung fertig, mit der Klärung fertig. Und jetzt gehen wir mal zu deinem Gegenüber, wie es denn da aussieht. Ihr wisst ja, ihr könnt vorspulen, wenn ich das jetzt hier so zu lange dauert. Das ist doch alles überhaupt kein Problem. Und wenn ihr auch das Gefühl habt, ah, die Energie, ich fühle mich jetzt gerade nicht so wohl, dann bitte einfach abschalten, weil das ist wirklich das Allerbeste. Einfach abschalten, dann es ist die Energie, die gerade nicht für dich bestimmt ist. Und wenn ihr auch Videos anschaut, die jetzt schon einige Zeit her sind, paar Wochen, ne, paar Monate, ist egal. Ist egal, welche Zeit. Wie gesagt, das Universum, was ich auch immer wieder sage, kennt keine Zeit. Und wenn du ein Video anschaust, und es ist, wie gesagt, paar Wochen schon her oder paar Monate, dann ist es genau da was dabei, was wichtig, ein Hinweis, irgendwas, was für dich wichtig ist. Na? So. Schauen wir mal, wie es da drüben aussieht. Hui, okay. So, da bedarf es diesmal eigentlich fast keiner Klärungskarte. Aber so die ein oder andere. Und schauen wir mal, habe ich. Da hätte ich gern noch was dazu. Okay.
Gut, dann wären wir bei deinem Gegenüber auch schon durch. Gut, meine Lieben, ihr seht das alles noch, genau. Dann kommen die Karten weg, weil sonst fallen sie mir nämlich alle runter. Ich hier unten am Rande mich, ich begebe mich am Rand. So, jetzt muss ich nur schauen, dass ich da das beibehalte, wo die hingehören, weil sonst habe ich, glaube ich, hier ein Durcheinander drin. Dann legen wir die da rüber. So. So, meine Lieben, also, dann würde ich sagen, let's go. Also, bei dir wirbelt es hier ganz schön. Hier sieht es für mich aus, also von euch beiden ist der Stand so, dass hier ziemlich der Rückzug ist, ne? Der Rückzug, und ihr kennt euch aber schon länger. Hier ist schon länger die Verbindung zwischen euch, und hier ging es teilweise ziemlich turbulent zu. Im Außen aber. Hier so ein bisschen der Einfluss vom Außen, der hier mitgewirkt hat. Und der ein oder andere redet dir deinen Gegenüber hier auch ein bisschen aus, in Anführungszeichen. Ne? Also da ist auch so dieses, du fühlst dich nicht verstanden. Na, da bei dir sehe ich ganz stark, dass das Thema ist, dass du dich nicht verstanden fühlst, weil deine Gefühle so stark deinem Wunschpartner, deinem Gegenüber so stark sind. Na? Und hier auch, wie gesagt, momentan sehe ich hier den Rückzug, so ein bisschen auch die Entfernung auch zwischen euch. Na? Die Entfernung, ja, örtlich. Auf jeden Fall habe ich hier die Entfernung auch liegen und die Entfernung auch so vom Kontakt einfach, ne, von der Kommunikation. Und ja, ihr habt aber eine sehr, sehr starke Verbindung trotz alledem. Und hier ist aber bei dir, du hast auch für dich so den Abstand genommen, du, als ob du für dich sagst, okay. Du bist in die Akzeptanz gegangen. Ich akzeptiere es so, wie es ist. Ne? Natürlich möchtest du hier. Oder hast doch mit dem einen oder anderen oder hier guten Freunden oder so geredet, ne? Oder beziehungsweise den Ansatz eines Gespräches. Aber hier sehe ich auch, du fühlst dich nicht verstanden. Du fühlst dich nicht verstanden, warum diese Liebe so stark deinem Gegenüber hier auch ist, ne? Und da bist du auch für dich, hast du gesagt, oh, das macht dich einfach traurig. Du fühlst dich auch nicht verstanden von deinem Wunschpartner, von deinem Gegenüber. Na, das ist hier ein großes Thema. Du verstehst nicht, warum. Also du hast hier ein ganz, ganz großes Warum liegen und sagst aber für dich, okay, du weißt, dass du für dich die Antwort bekommen wirst. Aber gerade so dieses, als ob du auch alles so ein bisschen auch so ein Stück weit weggeschoben hast, ne? Weil du machst dir ja schon ganz schön viele Gedanken. Ganz schön viele Gedanken, bist ja auch sehr stark in der Vergangenheit auch, wie schön das doch gewesen ist und was ihr für Treffen hattet und die Gespräche und eure Verbindung, was ganz besonders ist. Natürlich ist hier auch die Angst, dass hier der komplette Stillstand ist, dass hier gar nichts mehr weiter vorangeht. Na? Weil es macht dich hier, ich habe sehr stark die Unsicherheit bei dir liegen. Und hier, es gab ein paar Probleme, ein paar Konflikte. Und das hat eine, das es macht dich innerlich, hat es sich komplett aufgewühlt, unruhig gemacht, weil ich die Nervosität auch bei dir hier habe. Es sind aber hier deine Ängste sehr stark. Na? Oh, ich habe hier, glaube ich, komplett meine Hand dazwischen. Ich sehe gar nicht, wo ich bin, glaube ich. Und hier, wie gesagt, vom Außen. Du bist jetzt aber auch nicht so der Typ, dass du dann sagst, okay, du schießt jetzt zu jedem hin und suchst jetzt hier deine Ablenkung und, ne? Dass du so schaust, wo das Gras jetzt hier noch grüner wächst oder so. Nein, du auf gar keinen Fall. Ne? Du bist eher so, dass du sagst, du versuchst das mit dir alleine hier zu klären. Und ja, ich sehe aber auch, dass du ein bisschen ein Stück weit auch festhängst für dich hier. Natürlich, dass du sagst, du würdest schon gerne mit Freunden was unternehmen. Ich sehe hier auch Unternehmung mit Freunden, ne? Dass hier auch was ist und dass das okay, man geht mal einen Kaffee trinken und ja, dass da Freundschaften gepflegt werden. Aber trotz alledem bist du pessimistisch. Pessimistisch, weil dich das Ganze schon ziemlich stark belastet, weil die Gefühle hier sehr, sehr stark sind. Natürlich hast du ja auch das ganz extrem, dieses tut sich hier noch was, kommt hier irgendwas, ne? Aber wie gesagt, hauptsächlich sehe ich bei dir dein ganz großes Fragezeichen, dieses Warum? Warum? Es war wunderschön gewesen, ihr hattet eine ganz tolle Zeit gehabt und das holst du dir immer wieder her, momentan. Und so sehe ich dich, so wie dein aktueller Stand von dir ist, ne? Also wie du dich gerade fühlst.
Und wie gesagt, dass du dich nicht verstanden fühlst. Du verstehst das auch gar nicht, weil hier andere in deinem Freundeskreis, da Pärchen, das ist so wunderschön und die haben es gut und die haben diese tolle Verbindung auch und es ist, fühlt sich alles so schön an für die. Und da ist natürlich die Sehnsucht sehr stark, du möchtest da auch wieder hin. Na, du möchtest dahin und möchtest ankommen, dieses Ankommen und dieses Verstanden werden, weil du fühlst dich irgendwie überhaupt nicht verstanden, weil du hast hier gegeben, von ganzem Herzen hast du alles gegeben und hast wirklich dein Inneres gezeigt und alles dafür auch gegeben. Du hast immer dein Herz sprechen lassen und du hattest eine große Veränderung für dich und warst selbst auch so überrascht gewesen, wow, so kennst du dich selbst nicht, was du alles gegeben hast, also wie viel da noch in dir drin war, was du geben kannst. Und deswegen ist dieses, du fühlst dich so unverstanden, weil du wirklich alles, ja, ernst gemeint hast, die Liebe zu deinem Gegenüber. Hier habe ich die tiefen Gefühle, die ist echt, sie ist ehrlich, die Liebe, die Gefühle. Und hier war auch diese Zufriedenheit. Natürlich hat es hier immer mal hier und da gehakt und ihr habt eine ziemlich turbulente Zeit auch gehabt, ne? Habt aber sehr, sehr viel auch geschafft. Aber ja, wie gesagt, jetzt ist so dieser Stillstand eben hier auch. Und du machst dir Gedanken, geht hier wieder was voran, tut sich hier wieder was, deine Ängste sind hier sehr stark. Aber da sage ich auch, die Angst ist überhaupt nicht gut. Ich sage so gerne, umarme die Angst, weil die Angst, wenn Macht über dich hat, es ist überhaupt nicht gut, weil dann sendest du auch wieder diese Angst aus und bekommst immer mehr und mehr davon. Vor allem du bleibst stehen und kommst nicht weiter. Weil in allererster Linie ist es wichtig, dass du bei dir selbst bleibst, auf dein Herz hörst und dir selbst vertraust. Das ist das Allerwichtigste. Wie gesagt, die Gefühle zu deinem Gegenüber sind sehr, sehr, sehr stark, ne? Sehr intensiv. Aber eben deine Ängste auch, kommt hier noch was, tut sich hier was, kommt die Verbindung rein. Und ich sehe auch, dass du eine sehr starke, das war wie so eine Schockstarre für dich auch hier gewesen. Hier sind sehr viel ist der Kummer auch sehr stark mit dabei, die Enttäuschung, auch der Liebeskummer. Und diese Schwere, die ich auch bei dir sehe, weil das war so, es wird jetzt von Tag zu Tag immer mehr bewusst. Und das ist das, was immer wieder die Angst auch bei dir aufploppen lässt und oder verstärkt, sagen wir so. Und da sage ich, wie gesagt, die Angst, lass sie keine Macht über dich ergreifen. Nein. Das ist das Leben nicht wert, das ist es nicht wert, weil jeder Moment. Jede Zeit ist so kostbar. Zeit ist das wunderschönste Geschenk und man kann nichts im Leben rückgängig machen. Es gibt keine Replay-Taste fürs Leben. Und von daher einfach immer positiv bleiben, auf dich selbst achten und die Zuversicht, ne? Bei der Hoff die Hoffnung einfach immer noch, die Hoffnung nicht aufgeben. Natürlich ist es abzuwägen, ob man jetzt sagt, es ist jetzt hier ein Luftschloss, ne? Und da ist absolut gar nichts, kommt auf jeden seine eigene Situation natürlich immer wieder drauf an. Aber hier sage ich, hör hier auf dein Herz. Hör auf dein Herz, weil dein Herz, die Liebe hat die größte Kraft und die größte Macht. Es ist so. Und lass hier die Angst nicht über deiner Liebe, über deinem Herz sein, ne? Weil das ist es wirklich nicht wert. Weil dein Herz führt dich auf dem richtigen Weg, ne? Also folge deinem Herzen, folge dem Ruf deines Herzens, dem Weg deines Herzens, wenn es die Möglichkeit gibt für dich. Und da, wenn ich sage, folge deinem Herzen, heißt das auch, deine Liebe auch zu dir selbst. Wenn es nicht mit dem Wunschpartner, wenn du sagst, nein, das ist für dich endgültig vorbei, ne? Oder du willst gar nicht mehr, du schließt jetzt hier komplett ab. Dann gehen wir doch jetzt hier mal zu deinem Wunschpartner, zu deinem Gegenüber. Da sehe ich auch du. Also hier ist auch, wir haben hier, schaut euch das mal an, wie sich die Karten hier auch, uppala, da bin ich, hier auch spiegeln, ne? Dein Wunschpartner, die Enttäuschung, der Liebeskummer, die Sorgen und hier auch von deinem Gegenüber, hier bist du. Und hier haben wir auch wieder die Sorgen, die Traurigkeit, ne, bei euch beiden. Es ist der absolute Wahnsinn.
Und hier auch dieses, als ob wirklich du versucht hast, hier mit jemandem auch dann zu reden, ne? Und dein Wunschpartner aber auch, ne? Dass er sich hier vielleicht noch von außen irgendwie einen Rat oder irgendwie einfach mal ein offenes Ohr mitgeholt hat, ne? Und die Gefühle zu dir sind auch sehr, sehr stark. Na, also wirklich ganz, ganz stark ausgeprägt. Und da hätte ich aber doch gerne bei dieser Karte noch eine Legung drauf. Eine Legung, eine Karte drauf. Ja, okay. So, meine Lieben, jetzt haben wir das ganze Bild noch klarer. Und zwar hier, weil das war jetzt ein Fragezeichen für mich auch gewesen, ne, so ein Stück. Hier ist es so, dein Gegenüber scheint so, dass hier. Ich sag mal, Kontakte, also so, da will jemand was von deinem Gegenüber. Aber ich kann dir sagen, dein Gegenüber hat Augen in seinem Herzen, bist du. Und diese andere Person, da ist kein Zugang für deinen Wunschpartner, für deinen Gegenüber. Also diese Person kommt dir überhaupt nicht dran. Also hier kann alles Mögliche probiert werden. Dein Gegenüber blockt hier komplett ab. Also da mach dir da auch mal bitte keine Gedanken, wenn das ja ein Thema auch für dich ist, ne? Weil da ist auch so, man erfährt nichts mehr von dem anderen und weiß gar nicht, ah, was ist da überhaupt los? Und das ist einfach so dieses Gedankenkarussell und Gedankenlabyrinth eben auch, ne? Also das ist so. Ja, aber hier in dieser Legung brauchst du dir keine Gedanken zu machen, weil alles, was hier von außen kommt, männlich wie auch weiblich, also was deinem Wunschpartner entspricht, also ja, wenn es ein Mann ist, dass da Frauen praktisch ihn anbaggern oder was von ihm wollen oder sowas, sehe ich hier komplett, da ist so diese Abwehrreaktion. Also da hat wirklich niemand eine Chance, weil ihr seht ja selber, wo du bist. Oh, ich muss meine Hand hier wegnehmen, damit ihr auch was seht. Du bist hier. Du bist in dem Herzen von deinem Wunschpartner, von deinem Gegenüber. Er macht sich ja auch sehr viel Gedanken, wieder in die Aktivität zu kommen, dass sich hier was tut. Na? Wie gesagt, das können wir hier außen vor lassen. Er möchte auch, er oder sie möchte auch hier wieder den Kontakt mit dir haben. Na? Und also hier haben wir es auch Freunde. Hier auch Freunde. Also von daher, dass ja auch sogar so ein bisschen, okay, mit Freunden, okay, alles klar, da kann man mal sprechen oder kann was tun, ne? Also hier ein bisschen Unternehmung, aber ich sehe deinen Gegenüber gar nicht so aktiv, ne? Eher einfach, okay, er geht hier erstmal, was hier alles, wenn er angebaggert wird, sagen wir es doch einfach mal so, ne? Geht er komplett auf Abwehr, ne? Also da lässt er niemanden ran und, ja, also von daher brauchst du dir überhaupt keine Gedanken zu machen. Hier, er möchte wieder, dass die Bewegung reinkommt. Hier die Kommunikation mit dir. Hier ist natürlich sehr stark die Enttäuschung, die Sorgen auch, die Traurigkeit, ne, die ich hier sehr stark sehe. Ich habe aber hier auch, dass er, dein Gegenüber, ziemlich belastet auch ist von seinem Umfeld, von dem Ganzen auch her. Belastet ihn. Es belastet ihn auch sehr hier die Enttäuschung und die Sorgen, der Liebeskummer, wirklich der Liebeskummer. Ne? Diese Schwere auch. Es hat ihm so viel Energie auch mitgezogen, das Ganze. Und er möchte aber hier wieder in die Veränderung kommen, in die Veränderung, in die Verbindung mit dir. Und hier, warum ich auch Veränderung sage, ach, das seht ihr gar nicht genau. Hier, wir haben die Veränderung auch mit der hier liegen. Ne? Veränderung in dem Sinne, wie die Karte eben, in welche Richtung sie hier liegt, ne? Weil es hat mehrere Bedeutungen. Aber hier, dein Gegenüber möchte hier wieder in die Veränderung gehen, in die Verbindung mit dir. Also das kann ich euch ganz, ganz sicher sagen, ne? Und da denke ich auch, weil es mir sehr, sehr nah liegt, dass sich hier was tut, dass du sehr bald, weil ich auch hier dieses plötzlich dieses Überraschende, ne, dass du hier was erfährst, dass du hier irgendwas eine Nachricht bekommst, aber was Positives, ihr Lieben, ne, dass hier irgendwas, dass du was erfährst und da wird auch dein ganzes das ganze die ganze das ganze Durcheinander hier, dein Inneres wird auch sehr viel Klarheit bekommen, ne, und dann wird sich das auch sortieren und dann wird sich zeigen,
wo die Wege hinführen und ob ihr einen gemeinsamen Weg geht. Aber hier sage ich wirklich, hier tut sich was, hier kommt wieder wirklich was in die Gänge von deinem Gegenüber. Wie gesagt, bei dir ist es so ein heilloses Durcheinander, auch innerlich. Was tust du, was machst du oder was ist da? Und da kreiselt alles, ne? Und immer wenn es anfängt hier zu kreiseln, dann kommt die Angst, dann versuchst du dich abzulenken, ne? Es ploppt immer wieder auf, aber einfach so dieses große Durcheinander und du machst da was und dort was. Also nicht, dass du jetzt im Außen jetzt hier partyhard unterwegs bist, ne? Sondern einfach, du versuchst dich wirklich auch mal abzulenken. Vielleicht machst du auch in deinem Haushalt dann irgendwelche Sachen, wo du denkst, boah, habe ich jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr ausgemistet oder irgendwas, ne? Aber du holst hier auch immer wieder dieses Gute für dich auch wieder mit her. Und wenn du hier ziemlich stark stockst, wie ich es bei dir sehe, ne? Dann mach es auch. Glaub immer ganz fest daran, glaub. Glaube an dich. Ne? Es ist also, wie gesagt, hier sage ich in dieser Legung, hier ist nichts hoffnungslos, weil hier kommt wirklich was in Bewegung. Und da wird es in dieser Legung so sein, dass du von deinem Wunschpartner, von deinem Gegenüber eine Nachricht bekommst. Also, dass hier was ist und dass sich das hier alles klärt. Weil es mir nämlich auch so darlegt, dass es auch dieses sehr zeitnah, dass es nicht beständig ist, wie es hier bei dir liegt, sondern dass hier der Wandel ist. Also diese Sortierung, diese komplette Sortierung auch, ne? Und das hat hier mit der Kommunikation von deinem Gegenüber auch zu tun, ne? So, meine Lieben. Also ich muss sagen, es ist eine ganz, ganz tolle Legung. Ich finde sie sehr schön. Und ich habe jetzt hier auch noch, wenn wir das mal nach oben schieben, und zwar habe ich Sei frech, wild und wunderbar. Und das ist von Art Edition und die finde ich so toll, die Karten. Und da möchte ich jetzt gerne eine Karte ziehen. Ich muss die aber auf. Ich zeige sie euch mal so, weil die sind ziemlich schwer eben auch zum Mischen jetzt. Aber ich finde die auch so schön von den Farben und von den Mustern auch mitgemacht. Und ich fächer die jetzt einfach mal auf und ziehe euch da mal eine Karte. Schaut mal. Seht ihr das? Auf die Plätze, glücklich los. Also wirklich total schön. Und da sage ich, es passt wirklich. Auf die Plätze, glücklich los. Also wunderschön. Mir gefällt es selber total gut. Merke ich auch gerade. Und dieses Wort glücklich schon alleine. Sei glücklich mit dir selbst, zu dir selbst. Okay? Also ihr Lieben, jetzt habt einen wunderschönen Samstag. Genießt den Tag. Genießt euer Sein. Ich danke euch so sehr, dass es euch gibt für all eure Wertschätzung mir gegenüber, für die lieben Kommentare. Ich freue mich da immer so sehr. Und danke dafür. Danke, wie gesagt, dass es euch gibt. Danke für euer Sein. Fühlt euch umarmt. Bis morgen, ihr Lieben.